Komm! Chicken Wrap, das ist so ein Wrap, da ist Chicken drin, Salat und so. Das heißt, ich ganz ehrlich, wenn ich nicht Griff habe, Digga, ich brauche eine geile Pizza mit Soße. Pizza for the Sort. Mais, Pizza for the Sort. Mit Hähnchenbrust, Bolognese, Brokkoli, Zwiebeln. Gefeuert, das ist die Frage, weißt du? 6 Euro. Ja? 6 Euro, 25. Ja? 6,50. Ach, Digga, du hast da gearbeitet. Das ist geil.
Svens Laden schließt bald. Wusstest du das schon? Ja, ich habe das auch schon gehört, aber es hat doch irgend so eine Kette aufgekauft. Deswegen arbeite ich da auch nicht mehr. Ja, trotzdem bald zu, ne? Er hat halt keinen Bock mehr auf dieses ganze Schwarzgeldgehabe, ne? Ach was, ist das immer noch da? Das war Sven, das gehörte zu ihm, das gehörte zum Inventar. Darauf hat er ja auch keinen Bock mehr. Scheiße. Aber mal was anderes. Was weißt du über den Handel mit Gras? Ja, Mann, geht zum Ticker, gibt ihm Geld und kriegt Ort oder was? Ja, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich meine, der baut das ja auch nicht selber zu Hause an. Der muss es ja auch irgendwo herbekommen. Ja, wer weiß, ne? Ja, nicht wer weiß. Natürlich kauft er es irgendwo ein. Auf Menge für einen günstigeren Preis. Ja, und? Ja, was ja, und wenn wir das richtig aufziehen würden, weißt du, wie viel Geld wir damit machen würden? Dein Ernst, Digga? Du willst Drogen dealen? Wir haben noch nicht mal so viel Geld, um so viel auf einen Schlag zu holen. Und deinen Job hast du auch nicht mehr. Ja, das weiß ich ja auch, aber guck mal, wenn wir Scheiße bauen, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Und überleg doch mal so, dann könntest du deiner Freundin auch was Schickes, so ein kleines Geschenk nebenbei. Ja, wie wär's? Und woher sollen wir das Geld nehmen? Ja, der Laden, der alte Laden von Sven, wo die Kette jetzt drin ist. Digga, dein Ernst? Du willst einen Einbruch machen? Was, übertreib mal nicht. Ein Fahrrad, der lässt uns in der Seitenstraße raus, wir gehen über die Straße, brechen die Tür auf, die Tasche liegt hinten im Kühlfach. Wir gehen wieder zurück ins Auto, über die Landstraße zurück, wo ist das Problem? Oder das ist nicht unser Geld, das können wir nicht einfach nehmen. Und dein Auto haben wir auch nicht. Junge, das sind 3000 Euro. 400 Gramm. Und danach läuft das Geschäft eh von alleine. Keine Schwarzgeldsorgen mehr für den Ladenführer und versprochen, kein Geldklau mehr. Und woher kriegen wir einen Fahrer? Ja, mach dir darum mal keinen Kopf, das kläre ich schon. Okay. Auf jeden. So, ich hoffe, ihr habt alle gut Hunger mitgebracht. Ja, natürlich. Ich habe heute was ganz Besonderes gemacht. Fliegende Jakob. Reis mit Hähnchenfleisch, Ananas, Curry und noch so ein paar andere Zutaten. Hab ich nämlich im Fernsehen gesehen. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Danke dir. Greif zu und nimm dir. Gerne. Und du bist auch auf Annas Schule? Ja, genau. Schön. Und hast du schon Pläne, was du nach der Schule machen willst? Nee, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wie unsere Anna. Die hat auch so viele Sachen, für die sie sich interessiert. Mal ist es Geschichte, mal Psychologie, dann wieder was ganz anderes. Dann sind wir gespannt, was das mal noch wird. Aber ihr habt ja noch 4 Jahre Zeit zum Überlegen. Ja, also bei mir nicht ganz 4 Jahre, ne? Du machst den Realschulzweig? Nee, auch nicht. Hauptschule. Dann ist es ja für dich nur noch das eine Jahr? Ja, genau. Wenn ich es dann überhaupt schaffe, ne? Carlo, du kannst ja mal gucken, was deine Freunde so machen. Vielleicht findet ihr dann ja gemeinsam etwas. Nein, Papa, das sollte er nicht. Das sind alles große Kiffer. Kiffer? Anna, sag doch nicht sowas. Doch, Carlo ist der einzig Vernünftige von denen. Das sind alles große Assis. Am schlimmsten ist dieser Petter. Petter? Das klingt doch aber ganz freundlich. Die Norweger sind doch humorvolle Menschen, dachte ich immer. Nein, Mama, Petter sieht nicht aus wie ein Norweger. Vor dem hat man richtig Angst. Ach, weißt du, wenn die wirklich so schlimm sind, Anna, dann werden sie auch schon längst eingesperrt, oder? Ja, Papa, das ist es ja eben. Die gehören alle eingesperrt. Also ich finde es gut, dass Sie heute mit unserer Anna am Strand waren. An der frischen Luft, weil Anna sitzt sonst nur in ihrem Zimmer und lernt und sitzt über ihren Büchern und liest. Hey Stefan, was geht? Hey Petter, was geht? Carlo, Stefan. Ah, moin. Was geht? Also,
Und du kannst fahren, oder was? Kannst du Fahrrad fahren? Ja. Cool, ich hab ein Auto. Das ist der asozialste Fahrer, den ich kenne, Digga. Der nimmt den Leuten die Vorfahrt und pöbelt die auch noch ran. So asozial, wie du mit dem Ding halt fahren kannst, ne? Und damit ziehen wir es durch? Klar, mehr unauffällige Rentner geht doch gar nicht. Wir parken auch eh so, dass uns jemand sieht. Mach dir mal keine Sorgen. Hast du die Taschen? Die Taschen und die Sturmmasken auch. Sturmmasken? Ja, natürlich, im Laden hängen bestimmt Kameras. Man soll ja unsere Fressen noch nicht sehen. Cool, dann haben wir ja alles. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, dass wir uns sonst so kurz vor eins treffen, die Landstraße nochmal abfahren, um eins im Laden, schnelle Welle und dann zum Ticker und wieder zurück. Behalten wir noch ein paar Gramm? Nein, Mann, das bringt Unglück, direkt wieder loswerden. War doch nur ein Scherz. Ach, Carlo, ich hatte vergessen dir zu sagen, dass Stefan auch noch einen Anteil haben wollte, aber nichts mit den Drogen zu tun haben will. Warum machst du damit? Ist doch bestimmt cool und ich hab doch eh nichts zu verlieren. Bin doch nur der Fahrer. Dann würde ich sagen, dann haben wir alles, ja. Dann lass los. Ja, okay. Hau rein, Stefan. Hau rein. Schnell, Alter. Schnell. Digga, das können wir nicht machen, Digga. Ja, warum denn nicht, Mann? Hallo, guck uns mal an, Mann. Scheiß doch mal drauf, Mann. Man soll unsere Fresse nicht sehen. Das ist behindert, das sind Kameras, Mann. Ist doch lächerlich. Junge, ich zieh mir doch nicht so ein Ding auf. Natürlich, Mann. Jungs, ja, schnell. Schnell. Los geht's, Digga. Zieh mal zu. Ich hab's, warte, komm. Hier, das kann doch nicht wahr sein, mach mal bitte. Yeah.
Digga, das ist echt unnormal, Mann, ey! Wie viel ist das? Digga, das sind locker 5.000 bis 6.000 Euro, Junge. Das sind richtig Bündel, Digga. Was geht ab, Digga? Weißt du, was ihr damit anstecken könnt, Mann? Weißt du, was für eine Kette du dir deine Freunde kaufen kannst? Zu krank, zu krank. Zu krank, wir stehen und fallen zusammen, oder? Wir stehen und fallen zusammen. Zu heftig. Also. Ich hoffe, sie gefällt dir. Carlo, die ist richtig schön. Wo hast du die her? Aus diesem einen Laden in der Stadt. Die habe ich sogar selber ausgesucht. Was? Der Laden ist richtig teuer. Und die hast du wirklich ganz alleine ausgesucht? Ja, mit ein bisschen Hilfe von deiner Mutter. Das dachte ich mir. Aber der Laden ist wirklich sehr teuer. Wo hast du das Geld auf einmal her? Mein Onkel hat mich auf den Bau gebraucht. Ich habe ein bisschen bei ihm gearbeitet. Der bezahlt auch echt gut. Jetzt wissen meine Eltern endlich, wie vernünftig du bist. Ja, endlich. Carlo, du bist der beste Freund der Welt. Alle anderen sollten sich echt ein Beispiel an dir nehmen. Ja, das wird unnormal heftig. So wie wir es getan haben, wird das richtig gut sein. Sorry, Digga. Ja, Mann. Bruder, wie geht's? Alles gut bei dir? Normal. Bruder, okay. Wir werden bald unfickbar sein. Warum? Wir haben gerade unsere nächsten Schritte besprochen. Erzähl mal. Ja, wir fangen an, Benzos zu ticken, Digga. Was ist das? Benzodiazepin. Was? Bist du jetzt Apotheker oder was? Ja, fast. Aber, Digga, damit werden wir so unnormal viel Geld machen. Mehr Geld als mit Gras? Ja, natürlich, es gibt verschiedene. Tavor zum Beispiel macht am meisten süchtig. Die Leute bauen so schnell eine Toleranz auf und werden so süchtig, du kannst in ein paar Tagen mehrere hunderte von Tabletten loswerden. Und wie viel kriegt man dafür so auf der Straße? Ja, kommt drauf an. Tavor kostet pro Tablette 2 Euro, es ist unterschiedlich. Aber wie gesagt, die Leute werden so schnell süchtig, du verkaufst so viel davon. Okay, und wo sollen wir die herkriegen? Das ist das Geile, mit deinem gefälschten Rezept kriegst du es bei jeder Apotheke einfach hinterhergeschmissen. Das ist heftig. Ja, die Nachfrage danach ist auch so hoch, es gibt Leute, die würden abstechen dafür. Wie wirken die denn? Digga, du nimmst ein Ding bis 10 Stunden lang drauf und selbst wenn du jemanden umbringen würdest, würdest du es nicht mehr mitschnallen. Denkst du nicht, dass es ein bisschen zu krass ist? Ja, ist alles in Ordnung, Digga. 100% vertrau mir. Und wie kommen wir an die gefälschten Rezepte? Ja, die brauchen wir erstmal gar nicht. Es gibt so eine Gruppe hier, wenn wir für die laufen, dann kriegen wir einfach einen Anteil. Und Digga, die Typen sind richtig rich. Wenn wir was Eigenes starten, dann werden wir genauso rich sein. Ja, dann müssen wir halt nochmal schauen. Ja, passiert schon nichts. Wieso? Wer ist denn das? Ja, die sind halt ziemlich gut vernetzt. Neben denen macht das niemand. Denkst du, das ist eine gute Idee? Digga, mach dir mal keinen Kopf, Junge. Alles gut, die machen schon nichts, Mann. Wenn wir aufpassen, passiert nichts. Nee, Jungs, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Carlo, Junge, komm schon, Mann. Wir stehen und fallen zusammen. Lass mich nicht hängen, Carlo, Junge. Ja, piss dich mal nicht ein, das wird schon. Nee, lass lieber bei Ort bleiben. Das hat bisher immer funktioniert. Das andere ist viel zu gefährlich. Digga, das mit dem Ort wird nichts mehr, Mann. Dann kann sich der Junge auch endlich ein neues Auto kaufen. Ja. Nee, da mache ich nicht mit. Junge, Carlo, lass mich nicht hängen, Mann. Ich habe mir sogar eine Schafe besorgt. Was? Bist du verrückt? Entspann dich mal. Das ist doch nur zum Abschrecken. Wenn du dabei erwischt wirst, dann bist du richtig am Arsch. Dann gehst du in den Bau. Und die ganzen Leute, die dann reden, was haben wir für einen Ruf? Wie stehen wir wer, da? Wer, die ganzen Leute? Die ganzen Bonzen, mit denen du jetzt chillst, oder was? Nein, alle. Überleg doch mal. Ja und? Dann haben die wenigstens Respekt. Ist doch gut so. Tee. Hörst du dir gerade zu, Alter? Du machst dich gerade richtig zum Affen. Was für ein Affe, Digga? Ich bin wenigstens keine Pussy, der den Arsch bei den reichen Eltern der Freundin hinstrecken geht, Alter. Ach, Digga, was geht bei dir? Komm mal klar, mach deinen Scheiß alleine. Was geht denn bei dem Typen, Alter? Keine Ahnung, Mann. Ja, alles so gut geklappt, Alter. Was geht bei dem Typen, Alter? Ja, also? Ich glaube, ich hab's. Ja? Lies doch nochmal bitte vor. Ein Pfarrer hielt eine Abschiedsrede. Kurz vor Ende erschien der Bürgermeister und wollte ihm danken. Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen. Da wurde er schon erschossen. Ja, pass auf. Der Bürgermeister ist der Mörder gewesen. Er hat als erster die Beichte beim Pfarrer abgegeben. Damit hat er sich jedoch verraten.
Das hat der Schwager verstanden und der Schwager hat den Bürgermeister dann umgelegt, beziehungsweise erschossen. Während seiner Rede erwähnte der Pfarrer jenen seltsamen Mord, der sich am ersten Tag seiner Arbeit in der Gemeinde zugetragen hatte. Dabei erzählte er, dass die erste Beichte, die er abnahm, die des Mörders war. Der Bürgermeister, der später dazu stieß, berichtete seinerseits, dass er der Erste war, der den Beichtstuhl des Pfarrers aufgesucht hatte. Damit hatte er sich verraten und wurde noch während seiner Rede von einem Angehörigen des Mordopfers erschossen. Tja, Papa, das macht überhaupt keinen Spaß, mit dir zu schießen. Du bist ein richtiger Kriminalist. Ja, reines Naturtalent, würde ich mal so sagen. Entschuldigung, aber ich darf jetzt vorlesen, ja, die nächste ist, richtig? Richtig. Wow, das klingt gut. So, aufgepasst. Im Gebirge, auf einer großen Lichtung, lag ein toter Mann. Ein paar Meter entfernt lag ein Gewehr. Okay. Na, wer will zuerst? War er alleine? Ja. Okay. Ist er vielleicht irgendwo runtergefallen? Ja. Ist er ja, hallo? Jäger? Richtig, ja. Wollte er jemand mit dem Gewehr schießen? Ja. Hat der Mann sich selber erschossen? Nein. Was du bei Pizza Fresh essen kannst, ist aber der Chicken Wrap. Digga, lass uns mal einen bauen, Digga.
Der Chicken was? Der Chicken Wrap, Digga. Chicken Wrap, das ist so ein Wrap, da ist Chicken drin, Salat und so. Digga, ich sag ganz ehrlich, wenn ich gespritzt hab, Digga, ich brauche eine geile Pizza mit Soße und Pizza für das Sort. Mais, Pizza für das Sort. Mit Hähnchenbrust, Bolognese, Brokkoli, ja. Zwiebeln. Gefeuert, was die Frage. Weißt du, 6 Euro. 2. Guck mal, du bist hier in meinem Zimmer. Es ist alles gut. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Du warst eine Stunde oder so weg und als du wieder gekommen bist, warst du total aufgelöst. Und dann sind wir direkt hochgegangen und du hast geschlafen. Anna, Peter ist tot. Oh nein, was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Hat er dich nicht angerufen? Doch, hat er, aber ich war zu spät. Carlo, ich hab Angst. Nein, brauchst du nicht. Alles ist gut. Er hat zu viele Tabletten genommen und ich war einfach zu spät. Versprich mir, dass du nicht solche Tabletten nimmst. Ich verspreche es dir. Wie ist es passiert? Er sagte, ich soll ein Stückchen weiter hinten warten, falls irgendwas passiert. Er wollte eigentlich nur abklären, wie viele Tabletten er in Zukunft verkaufen darf. Ja, dann ist es irgendwie lauter geworden. Ja, und dann... ja. Die haben ihn einfach so umgebracht? Das verstehe ich nicht. Das Problem war die Waffe. Er war einfach so dumm und hat ihn mitten im Streit rausgeholt. Junge, red nicht so über ihn. Sorry, du weißt, wie ich das meine. Es war einfach dumm, die zu hintergehen. Wir müssen uns irgendwie rächen. Was? Bist du verrückt? Willst du auch noch drauf gehen? Nein, aber wir dürfen die Scheiße nicht einfach weitermachen. Wir müssen unseren eigenen Handel starten. Vergiss es. Petter ist einen Schritt zu weit gegangen. Es reicht jetzt. Er hat dafür gebrannt. Er hätte gewollt, dass ich es durchziehe. Wir haben immer für alles zusammen gebrannt. Habt ihr für die Sache oder für eure Freundschaft gebrannt? Junge, da kann gar nichts schief gehen. Die kennen uns nicht. Wir fälschen Rezepte, holen Tabletten auf Menge. Und dann fahren wir wieder weg. Das ist zu gefährlich, Mann. Da kann zu viel schief gehen. Verstehst du das nicht? Da geht gar nichts schief. Wir haben doch dich. Carlo, es gibt kein Wir mehr. Das Wir wird morgen zur Erde gebracht. Ich bin auch raus. Was? Junge, was ist los mit dir? Wo ist der Hau drauf, Stefan, von früher? Oder hast du etwa Angst? Nein. Ich habe Mädchen kennengelernt. Und das solltest du eigentlich verstehen, oder? Mach den Scheiß alleine. Thank you.
Warum hast du gelogen? Ich dachte, wir stehen und fallen zusammen. Hat dir das alles nichts bedeutet? Nur weil du den Schwanz eingezogen hast, haben sie mich gepackt. Hast du es auf dich sitzen lassen? Aber du kannst es auch wieder gut machen. Du darfst nicht zulassen, dass sie damit durchkommen. Du kannst es nicht einfach so stehen lassen. Oder hat dir das alles nichts bedeutet? War das alles unwichtig? War das alles falsch? Tu es für mich. Jetzt mach schon. Stell dich nicht so an, hast du etwa Angst oder was? Du musst dich entscheiden. Der Tee wärmt auf jeden Fall gut durch. Das ist schön. Möchtest du noch eine Kanne? Nee, danke, alles gut. Okay. Ich würde noch eine nehmen, wenn das ginge. Gut, dann mache ich noch eine Kanne und mir ist eh kalt. Ich würde sowieso schon reingehen. Weißt du, Carlo, manchmal, da nehmen dir andere Leute die wichtigen Entscheidungen im Leben ab. Aber bei den wirklich wichtigen Dingen, da musst du einfach nur auf dich selbst hören. Sonst endest du irgendwann mal so wie ich. Papa! Nein. Ist schon gut. Ich werde auch mal reingehen. Ist alles gut bei dir?
dass du mitgekommen bist. Ich weiß ja, wie du über ihn gedacht hast. Ach, weißt du, ich habe ihn einfach falsch eingeschätzt und ich weiß ja jetzt auch, dass er dein bester Freund war. Ja, das war er. Du musst mir unbedingt mehr von euch früher erzählen. Auf der Suche nach dem Stoff.